Dann kommen wir jetzt zum äh, Transfer-Update. Da ist nicht allzu viel passiert, muss man sagen. Also das ist, glaube ich, bislang die ruhigste Woche eigentlich jetzt in dieser Transferphase. Ähm, und das liegt daran, dass der VfB Stuttgart seine Transferaktivitäten soweit abgeschlossen hat. Äh, es gibt natürlich weiterhin die Führig-Personalie, die, Führig die äh, ich sag mal, da klemmt es noch etwas. Aber das haben wir ja letzte Woche schon thematisiert. Ähm, neben Führig gibt es dann vielleicht noch so, ich möchte mal sagen, alternative Ideen. Äh, Sven Mislintat ist ja da immer mal wieder gut für eine Überraschung. Also da braucht man sich jetzt nicht wundern, wenn dann äh, junge Talente aus äh, französischsprachigen NLZs hier auflaufen oder von mir ist dann auch mal aus einem australischen oder so. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber sonst scheint der VfB durch zu sein. Ähm, es gibt natürlich dann noch Gerüchte zu Sascha Karajic. Diesbezüglich hat sich Sven Mislintat auch geäußert und meinte, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist Sascha unser neuner Neuer nächstes Jahr. Es sind ganz viele Gerüchte im Markt. Das klingt wie das Who is Who des Weltfonds. Ich bin mir sicher, dass nicht von allen ganz klare Interessenslagen dahinter stecken. Bei uns ist nicht eine einzige angekommen. Das klingt jetzt erstmal gut, oder wie interpretierst du es in Missenthalts Aussage? Äh, ja, also für mich klingt das erstmal ganz, ganz positiv und ähm, ja, jetzt auch na nach dem Ausscheiden von Österreich bei der EM und da nicht irgendwie sofort aufkeimenden, ganz konkreten... Interessenslagen europäischer Vereine Richtung Kalajdzic, könnte ich mir fast vorstellen, dass er beim VfB bleibt. Vor allem, weil er auf seinem Instagram-Kanal im Urlaub gezeigt wurde, mit einem VfB-Trikot. Das ist immer ein gutes Zeichen, das wissen wir. Mhm. Bettwäsche oder die Trikots, das ist eigentlich dann schon safe für das kommende Jahr. Safe, ja, ja. Ja, wenn nicht sogar schon Hinweis darauf, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Also, <laughs> ich halte jetzt nichts mehr für ausgeschlossen. Aber ich bin auch nicht so bläugig dass ich äh, glaube... Dass der VfB hier also mehr oder weniger alle Angebote blockt. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass wenn ein Verein, ich sag mal, 30 Millionen hinblättert, dass der VfB dann sagt, alles klar, das war's. Ciao, Sascha. Also, das wäre ja auch fast ein bisschen blöd, wenn du es nicht machen würdest. Aber für 20 wird er nicht wechseln. Also da lege ich mich auch fest. Ähm, von daher habe ich jetzt. Zumindest mal die Hoffnung, dass der VfB Stuttgart diesen Spieler irgendwie halten kann. Und ich bin ganz ehrlich, selbst wenn er dann nach einer weiteren Saison beim VfB statt 16 irgendwie nur 13 Tore gemacht hat oder von mir ist auch nur 12 und danach nur noch 20 Millionen wert ist oder was weiß ich, damit kann ich ganz gut leben, weil ich glaube, für den VfB wird es halt echt schwer, diesen Spieler zu ersetzen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass es sowohl für den VfB wie auch für Sascha Kalajcic einfach eine Win-Win-Situation ist, wenn wenn die beiden zusammenbleiben. Also diese beiden Seiten und ähm, vielleicht dann auch noch ein bisschen zusammenwachsen. Also ich glaube, da profitieren wirklich beide davon und ich hoffe natürlich, dass das Sascha Kalajdzic und vor allem sein Berater ähnlich sieht. Ähm, ja, ja, und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass Sascha Kalajdzic bleibt und äh, nächste Saison auch wieder zweistellig trifft und äh, damit dem VfB die Klasse hält. Also wenn es so kommen sollte, wäre ich total zufrieden. Also ich brauche keine Leistungssteigerung, wir haben ja sowieso schon besprochen, dass wir äh, fast nicht mehr daran glauben, dass man seine Leistung oder dass er seine Leistung so über überhaupt noch steigern kann und wenn er auch nur Ansatzweise so erfolgreich ist wie in der vergangenen Saison und beim VfB bleibt, dann, dann wäre das äh, total großartig. Wäre es denn auch großartig, wenn Pablo Mafio beim VfB bleiben würde, Sebastian, aus deiner Sicht? Ja, also aus meiner Sicht total. Ich würde es echt gerne sehen. Also gerade jetzt, äh, wenn Silas noch ausfällt, äh, bis dann auch November oder Ende des Jahres und Mafio in die Rolle reinschlüpfen könnte, ich, ich würde es einfach mal sehen. Also ob, ob äh, Matarazzo ihm eine Chance gibt, ob man mit ihm plant. Ähm, aber es scheint ja ähm, so auszusehen, als ob er doch in Spanien bleibt oder wieder gleich nach Spanien zurückkehrt. Ja, also ich kann es total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich habe irgendwie auch diese romantische Vorstellung, dass Matarazzo, Mafio irgendwie wie hinbekommt. Ja, weil Materazzi natürlich schon viele Spieler weitergebracht hat Und man hofft so ein Stück weit, dass dass er das noch mal rauskitzeln kann, was Maffeo ja äh, in Girona bevor er zum VfB gekommen ist gezeigt hat. Äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der VfB wirklich alles unternimmt, um Maffeo hier nochmal diese Chance zu geben, sondern man sagt im Endeffekt, das haben wir letzte Woche schon mal thematisiert, ähm, klar, wenn wir keinen Abnehmer finden, bekommt er hier seine zweite Chance, äh, aber wir schauen schon, äh, dass er irgendwie eben nicht nochmal nach Stuttgart kommen muss. Und er war ja eigentlich auch als Neuankömmling für diesen Montag eingeplant, also gestern, erschien dann aber nicht in Stuttgart. Das war allerdings abgesprochen mit dem Verein, denn Pablo Maffeo befindet sich aktuell ja in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem RDC Major der in die La Liga aufgestiegen ist und gerne Pablo Maffeo verpflichten würde, ähm, hier geht es um eine Laie, einjährige Laie plus Kaufpflicht bei Klassenerhalt, das kennen wir ja in der Art schon, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob der VfB dann nochmal eine schöne Ablösesumme ausverhandeln kann, aber ich gehe mal davon aus, dass das dann irgendwo bei zweieinhalb, drei Millionen liegen wird, maximal, also drei Millionen wäre wahrscheinlich fast schon in Ordnung wenn man so eine Kaufpflicht verankern könnte. Und dann müsste Mallorca ja auch erstmal die Klasse halten. Das kommt noch mit dazu. Das ist schwer als Aufsteiger. Das haben jetzt schon ganz andere gemerkt. Deswegen da wage ich jetzt noch keine Prognose. Aber es macht, glaube ich, dann schon auch für Mafeo mehr Sinn, wenn er dann weiter in Spanien spielen kann. Und dann vielleicht irgendwann dann tatsächlich mal die Liga halten kann. Beziehungsweise, einmal scheitert das ja daran, dass er nicht aufgestiegen ist, aber er hat halt immer das Problem, dass er bei Abstiegskandidaten spielt oder eben dann bei Zweitligisten. Ich drücke ihm jetzt die Daumen, dass es vielleicht mit Mallorca klappt. Zum einen mit der Laie, zum anderen mit dem Klassenhalt, dann haben wir ein Problem weniger auf der Gehaltsliste, denn man darf es nicht vergessen, Maffeo hat einen Vertrag bis 2023, also. Und der wird auch nicht wenig verdienen hier beim VfB Stuttgart. Ja, und das seit seit wann? Seit 2018, oder? Ne? Ja, ja, ja. Boah, ja. Wahnsinn. Ich überlege gerade, halt, ja, das war 18 ein guter, ja. Ja, so, so, so ein Reschke-Vertrag, sowas bräuchte ich auch irgendwie. Ja, da, da, da gucke ich schon die ganze Zeit danach, dass ich den mal bekomme. Aber äh, bislang habe ich noch keinen dümmeren Manager gefunden als Michael Reschke. Also von daher, äh, nein, es war natürlich nur Spaß. Michael Reschke ist ein ganz fantastischer Manager. Nein, und muss man auch festhalten, Maffeo <laughs> hat nicht geklappt, aber mit Maffeo kam auch zum Beispiel Camp von Borna Sosa und beide haben das gezündet. Gut, ne? also, oder ein äh, Gonzales, der jetzt gerade ja, für viel Geld genau, verkauft wurde. Ja, genau, also... also die Leute, die damals verpflichtet wurden, teilweise mit, mit, mit langen, langfristigen Verträgen, davon haben die meisten gezündet. Und ja, Mafia stand halt wissen quer im Stall und es hat halt nicht so funktioniert. Aber das ist dann vielleicht auch so der normale, um es jetzt mal despektierlich zu sagen, Ausschuss. Ähm, aber die anderen Verpflichtungen waren gut. Ne? Ja, und bei Reschke muss man halt sagen, wie es in dem Wald rein, schaltet halt auch wieder raus, auch wenn es ein dummes so. Sprichwort ist. Aber wenn ich ein ahnungsloser Vollidiot bin, dann ist er halt der dümmste Manager, den ich bislang kennenlernen durfte. So <laughs> einfach ist es. Gut, ein anderer verlässt den VFB für ein Jahr. Ähm, vielleicht ähnlich wie Pablo Maffeo, allerdings nicht nach Spanien, sondern ins Driste Dresden, muss man fast schon sagen. <laughs> Nein, es ist ja eine schöne Stadt. Antonis Aidonis darf ähm, ja Spielpraxis sammeln in der zweiten Liga. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, 20-jähriger Innenverteidiger wird jetzt verliehen nach Dresden ohne Kaufoption, muss man sagen, und ohne Leihgebühr. Das heißt, Dresden bekommt den sozusagen für ein Jahr geschenkt. Gegenleistung ist dann wahrscheinlich eben die Spielzeit, die er braucht. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir eigentlich genau das für ihn gefordert haben, als wir, ich meine, das muss im Mai gewesen sein, die Kaderanalyse online mhm. gestellt haben. Ja, also, er kann eigentlich nicht mehr weiter in der vierten Liga spielen. Nicht, weil er zu schlecht ist, sondern weil man auch das Gefühl hat, dass das für ihn nicht ausreicht. Also, dass er mehr braucht, um sich dann auch weiterentwickeln zu können. Und diese Leihe nach Dresden, also sollte er da auf mehr als 20 Einsätze kommen. Das könnte wirklich Sinn machen. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob er eine Chance hat auf die Startelf, müssen wir mal abwarten. Aber ich hoffe natürlich, dass es in diese Richtung geht. Und äh, das ist genau die Station, die er dann vielleicht braucht, um den nächsten Schritt endlich zu machen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Transfer. Wie siehst du es? Total. Also. Die zweite, die zweite Mannschaft in der vierten Liga ist für ihn keine Option. In der ersten Mannschaft, in der ersten Liga hat er auch wirklich, ja, hat er keine Chancen, irgendwie reinzurutschen. Und da macht natürlich ein Jahr in der zweiten Liga total Sinn, wenn er da Spielpraxis bekommt. Und ich glaube, so ein bisschen Beispiel für ihn könnte natürlich Nikolaus Natal sein, der in Santausend ja. viel Spielzeit bekommen hat und sich da wirklich bewiesen hat und jetzt zumindest mal gefühlt relativ nah an der ersten Mannschaft dran ist und da auch eine Rolle spielen könnte. Und wenn das mit Aidonis genauso funktioniert wie mit Nicolas dann äh, wäre das auf jeden Fall gut. Aber klar war auch, so wie es aktuell war im vergangenen Jahr, kann es für ihn und äh, für den VfB nicht weitergehen. Da musste man was machen. Und äh, die Option, die man jetzt da gezogen hat, ähm, ein Jahr verleihen, ohne eine Option dafür auch äh, ohne Geld zu bekommen, ach, scheint für den Spieler und für den VfB total Sinn zu machen. Ja, Voraussetzung ist, wie gesagt, ähm, er muss halt spielen. Weil wenn er da auf, die ba auf der Bank sitzt die ganze Zeit, ja. dann macht es halt auch wieder keinen Sinn. Aber dann muss man wahrscheinlich auch sagen, ja, dann, dann, weiß ich nicht, dann braucht er vielleicht irgendwie nochmal eine Drittligamannschaft oder so. Ich, ich, ich kann es schwer einschätzen. Vielleicht steigt der VfB 2 bis dahin auf. Ist ja nicht komplett ausgeschlossen. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, ich meine am Montag, ja, es war gestern. Ähm, da wurde mir nochmal vor Augen geführt, dass der VfB, ich glaube, so ein bisschen schon darauf hofft, eine große Überraschung sein zu können in der äh, Regionalliga. Also auch mit der Ver Verpflichtung von Sven Schiplock und so, mhm. natürlich verletzungsanfälliger Spieler, aber definitiv eigentlich zu gut für die für die Regionalliga muss man einfach sagen. Also dritte Liga würde definitiv noch gehen. Ähm, und dann war ja auch äh, Frank Fahrenhorst im VfB-TV-Interview nach dem Saisonabschluss und hat gesagt, ja, man möchte sich gerne in der Top 6 etablieren. Und er war der Meinung, dass der Abstand zu Freiburg, die ja aufgestiegen sind in die dritte mhm. Liga, gar nicht so groß gewesen sei. Es sind Nuancen, ein bisschen abgebrühtheit halt fehlt da natürlich noch, ähm, aber äh, man sieht sich da schon relativ weit vorne und also das wurde so nie öffentlich kommuniziert, muss man sagen. Aber ich wäre wär, ich wär nicht komplett überrascht, wenn der VFB so intern denkt, Leute, wenn alles geil läuft, dann können wir vielleicht wieder zurückkehren in die dritte Liga. Ähm also ich möchte die, die Saisonziele nicht so offensiv formulieren, aber ich, ich würde es trotzdem begrüßen, wenn es denn so käme. Ja klar, du hast ja noch ein paar Granaten, die, die halt dann äh, eventuell in der ersten Mannschaft noch nicht so ganz nah dran sind, dann noch da Spielpraxis äh, suchen müssen, ne, ein Mosan oder auch ein Lee Egloff, wenn er dann wieder fit ist und so weiter. Also da gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Spieler und das bedingt ja auch so das Konzept von äh, hat dass man junge Spieler kauft, die dann auch eventuell erstmal Spielpraxis äh, in der zweiten Mannschaft äh, suchen müssen, dass du da halt wirklich eine eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe hast, die jetzt auch schon eine Saison Erfahrung gesammelt hat, wie es halt ist, dann gegen irgendwelche abgezockten Mannschaften zu spielen, die halt sehr, sehr körperlich agieren. Da weiß man jetzt auch, was da auf einen zukommt. Und also ich bin total gespannt, aber die, die ähm, Saison der U21 könnte sehr, sehr spannend werden.